Thüringen, Hochburg des olympischen Wintersports in Deutschlands Osten. Richtet hochkarätige Wettbewerbe aus, produziert Weltklasse-Athleten. Und jetzt das. In Erfurt, parallel zur Razzia bei der Ski-WM in Seefeld, schlagen die Fahnder zu. Unter Verdacht Marc Schmidt, scheinbar ein gewöhnlicher Hausarzt. Soll von hier aus ein Dopingnetzwerk gesteuert, Top-Athleten mit frischem Blut versorgt haben. Das plötzliche Ende eines einträglichen Geschäfts? Dabei, schon im skandalträchtigen Radsport fiel Schmidt auf, vor einem Jahrzehnt als Teamarzt bei Gerolsteiner. Überführte Radler nannten ihn einen Helfer beim Doping, was er stets bestritt. Der frühere Boss des Gerolsteiner Stalls, Hans-Michael Holzer, stellte 2005 den jungen Dr. Schmidt ein. Über die aktuelle Dopingaffäre schüttelt er nur den Kopf. Wenn ich mir überlege, dass es 2008 mit diesen positiven Fällen im Team, da hat er mitgeholfen, eine Geschichte gab, wo ich ihn schon öffentlich angezählt habe. Und wenn man dann nach sowas oder gleichzeitig dann beginnt, so ein Netzwerk aufzuziehen, das spricht für eine gnadenlose Dreistigkeit und für eine Unbelehrbarkeit, die kann man eigentlich gar nicht einstufen. In Erfurt kümmerte sich Schmidt auch um den Nachwuchs aus mehreren Sportarten. Mit Kalkül, glaubt Holzer. Die Praxis, in der er gearbeitet hat, war eine Praxis zur Untersuchung für junge Sportler vom Landessportbund. Dann passt es ganz genau. Es gibt eine etwas weißere Weste, es gibt einen schönen großen Deckmantel und dann dreht man sich um und tut ganz genau was anderes. Zu Hause konnte sich Schmidt auf ein besonderes Umfeld verlassen. Seine Familie und ihre Kontakte. Der Junior arbeitete in einer Gemeinschaftspraxis mit seiner Mutter. Sie betreute schon im berüchtigten DDR-Sport Radfahrer. Für ihre Einbindung in die aktuelle Dopingaffäre gibt es keinerlei Indizien. In Seefeld wurde allerdings ein anderes Familienmitglied verhaftet. Bei dem zweiten handelt es sich um den Vater des Haupttäters. Schmidt Senior, nach außen engagierter Ehrenamtler, lange in den Vorständen von Thüringer Sporthilfe und Skiverband. Und hier, an erster Adresse in Erfurt, ging der Pensionär bis vor kurzem seinem Hauptberuf nach, als Rechtsanwalt. Die angesehene Kanzlei begründete er 1990 mit, pflegte beste Verbindungen in die CDU-Landesregierungen. Von der Webseite verschwand er diese Woche. Namensgeber der Kanzlei ist er, Heinz-Jochen Spilker. Auch er mit Vergangenheit im Sport, als Bundestrainer der Leichtathleten. In Hamm, NRW, dopte Spilker in den 80er Jahren junge Sprinterinnen mit Anabolika bis zur Weltspitze und kam deshalb vor Gericht. Spilker zahlte eine Geldstrafe, der erste verurteilte Dopingtrainer in Deutschland. Ein Täter aus dem Westen, der im Thüringer Sportmilieu willkommen war und es bis zum langjährigen Vizepräsidenten im Landessportbund brachte. Derselbe Landessportbund, der auch der Arztpraxis von Marc Schmidt Sportler zuführte und sich jetzt entsetzt zeigt. Wir wissen nicht, welche Landeskader davon betroffen sind. Wir wollen Anfang nächster Woche die Eltern, die Athleten mal einladen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Hier, im Salzkammergut, lebt einer, der Schmidt gut kannte. Stefan Matschina, einst Sportmanager, organisierte selbst Blutdoping, wurde Kronzeuge. Die Vorgänge in Seefeld für ihn fast normal. Das ist die sauberste Form des Dopings. Das Eigenblutdoping ist das Beste vom Schlechten, das es gibt. Dass das gang und gäbe ist in Ausdauersportarten, also so ehrlich müssen wir schon sein. Und Matschina sagt, was aus dem Doping-Equipment geworden ist, das er vor 10 Jahren selbst bei seinen Athleten benutzte. Ich wurde gefragt, ob ich nicht diese Gerätschaften und meine Kontakte so weitergeben könnte. Von wem wurden Sie da gefragt? Von Marc Schmidt. Und was ist dann mit der Maschine passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe sie ihm gegeben. Ich habe ihm gesagt, mach damit, was du willst. Und somit war das Thema für mich erledigt. Dass er sie im Einsatz gehabt hat, ist, glaube ich, ja mittlerweile amtlich, auch über den Fall Dürr.
Die Beweislage gegen Marc Schmidt erdrückend. Wir haben uns dazu entschlossen, vollumfänglich, rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Schmidt wäre nicht der erste Dopingdrahtzieher aus Deutschland, aber der erste, der auspackt.